Okay. Ui. Hallo und herzlich willkommen zum Und jetzt alle mit David und Frank. richtig. Das war vorher nicht abgesprochen. Ich habe einfach nur gesagt, er soll mal nicht Biervergleich sagen. Ja, schon auch überrascht gerade. Sehr gut. Deswegen war er ein bisschen am Stocken. Sehr geil, ja, da kriegst du mich immer raus mit diesen Eröffnungen. Sehr gut, sehr gut. In der dieswöchigen Folge geht es um Carlsberg Urpilz. Ja, ein Besucherwunsch. Ein Zuschauerwunsch, Ach ja. so. Genau, lang gehegter Zuschauerwunsch, Ja. lange versucht zu organisieren, dann in einem, ich glaube, ich hatte die Geschichte schon mal erzählt, in einem Edeka in Bernkastel-Kues vorm Regal gestanden, hatten die es nur als Dose. Habe es letztens nochmal dem Carlsberg-Kollegen erzählt und der wusste es tatsächlich selber auch nicht so genau. Und ich sage, die war doch früher mal beige, die Dose. Und die hatten die nur in grün und ich dachte, okay, da steht auch noch irgendwas mit Herb drauf und so, ne? Nicht, dass das wie bei Warsteiner ist oder jetzt neu bei Bitburger, dass es da so ein Herb gibt und das einfach nicht das Originale ist quasi. Ne? Und habe es dann wieder zurückgestellt, weil es war kurz vor Ladenschluss. Ich hatte in dem Edeka kein Internetempfang, das war wie so ein Bunker. Geh raus und bin draußen und dann machte der schon fast wieder zu und dann sehe ich dann, verdammt, du hast es in der Hand gehabt. Und das ist schon ein paar Wochen her und jetzt tatsächlich die Kollegen da, wo wir unser Lager haben, also mein Kollege und ich hier, für unsere Region hier, direkt in denselben Räumlichkeiten ist auch Carlsberg mit K. Und da habe ich dann letztens gesehen, die haben die Kisten da stehen. Und jetzt waren die Jungs da letztens zeitgleich mit uns aufräumen. Und ich sage, Andreas, ne, ist der Kollege von Carlsberg, einer von den Jungs, ich bräuchte bitte 2 Flaschen. Da suche ich so lange nach. Da sagt er, ja klar, hier. So, so schnell kann es dann gehen. Ne? Also von Ja. daher. Vielen Dank, Andreas. Danke, Andreas. Du guckst das sowieso nicht, aber. Schön, dass wir Danke gesagt haben. Ja, genau. Egal, ob gucken oder nicht gucken, Hauptsache, wir sind freundlich. Ja, Finde ich richtig. jedenfalls. Ansonsten auch Gruß an die anderen Carlsberg-Kollegen, die da auch ihr Lager haben. Mir die Namen jetzt nicht einfallen. Und die auch nicht gucken. Ja. Aber doch, Oh. die gucken das. Da gibt es welche, die gucken das. Ja, doch. Ja, da gibt es schon. Okay. 1878 haben wir rausgefunden. In Ja, langer, tiefgehender Recherche, erzähl mal. stundenlang, ne, Okay, nebeneinander im Bett schau liegend, mir die jeder ein Augen, Laptop. Kleiner. Ja. Hat Christian Weber die bayerische Bierbrauerei zum Carlsberg in Homburg im Saarland gegründet? Mit K. Mit K. Jetzt finde den Fehler. Homburg. Bayerische Bierbrauerei zum Carlsberg in Homburg im Saarland. Warum gründet er da eine bayerische Brauerei? Weil der aus Nordrhein-Westfalen kam. Fast. Damals war das die Saarpfalz und die Saarpfalz war Teil der bayerischen Pfalz. Wusste ich auch nicht. Falls das so Falls war. das jemanden interessiert. Ha, angekommen? Sehr gut, sehr gut. 1897 ist das Ganze dann eine Aktiengesellschaft geworden. Und dann auch eine tolle Sache, 1928 schon. Das ist so die Zeit, wo Babylon Berlin spielt. Ne? Alles ist ein bisschen wild und so. Aber da in der Zeit schon haben die eine Stiftung gegründet für sozial notleidende Mitarbeiter, um denen ein bisschen unter die Arme greifen zu können. Also Hut ab, das damals schon zu machen. Ne? Dann auch interessant, im Zweiten oder nach dem Zweiten Weltkrieg war die Brauerei komplett zerstört. Absolut. Vollständig, also wirklich nichts mehr da. Man hat sie dann wieder aufgebaut und dann auch so am Rande noch, 1955 ist das Saarland dann auch wieder an Deutschland gegangen. Das war ja zeitweise in Frankreich, ne, und war so eine Sonderzone Hört sich ja irgendwie. immer wieder komisch an, ne? Ist an Deutschland gegangen und Bayern. Ja, Das ist genau. so wie Bayern ist ja auch Deutschland, oder nicht? Nee, es war ja französisch. Nach dem Zweiten Ach Weltkrieg war so. Saarland ja französisch. Ne? Es war ja Ach ja, ach Besatzungszone ja, auch richtig. und Ach ja. Ich ne? kann mich noch ganz gut daran war so eine erinnern. Sonderverwaltungszone, so Ja, ein bisschen wie Hongkong. Ne? ich kann Also mich ganz dran grob erinnern. gesagt. Ich kann mich Ja, ganz gut damals. daran Ne? erinnern, ja.
Und 1956 gab es dann einen Gerichtsstreit mit Carlsberg mit C. Wahnsinn. Ich habe mich schon immer gefragt, ob es da wohl mal ein bisschen Knackpunkte gegeben hat, weil der Name ja doch sehr ähnlich ist. Ja. Man sagt ja bis heute in unserer Branche Carlsberg mit C, Carlsberg mit K, um die einfach unterscheiden zu können. Und tatsächlich gab es da einen. Und man hat dann das Ganze endete mit einem Vergleich, was so viel heißt wie keiner hat gewonnen, ne? Sondern man hat sich irgendwie geeinigt. Und zwar muss Carlsberg das Bier im Export Karlsbräu nennen. Damit es in Deutschland wird man die Unterscheidung noch hinkriegen. Aber ich glaube, und da hat Carlsberg mit C wahrscheinlich auch berechtigte Bedenken, dass man das im Ausland einfach nicht mehr so richtig hinkriegt. Also ich sehe es hier selber, wie oft hier irgendwelche Firmennamen falsch geschrieben werden in Supermärkten. Wer da mal aufmerksam durchgeht, der findet da die geilsten Sachen. Und ich glaube, dass das im Ausland einfach noch schwieriger ist. So, dann noch was ganz Interessantes, und zwar 1968 bereits hatte man eine EDV in der Verwaltung. Mhm. Das wird damals wahrscheinlich noch irgendwie mit Lochkarten gewesen sein oder was, aber man war auch da sehr, sehr früh, dass man sowas schon mal gemacht hat. Ne? Also da hatte man damals noch einen Rechner, der war raumfüllend. Also Rechenleistung, ein Bruchteil von einem Handy und damit ist man zum Mond geflogen. Ne? Dann 1970 erst ist das Carlsberg Urpilz entstanden. Eigentlich recht spät, ne? Bei dem Namen Urpilz hätte ich mir auch gedacht, dass es das erste war, was sie überhaupt gebraut haben. Aber nee, es ist erst 1970 auf den Markt gekommen und entwickelt worden. 2003 dran sind 45% von Carlsberg an die BHI-Gruppe gegangen, das ist eine Braugruppe. Und 2009 ist es dann wieder, hat die BHI das wieder zurückverkauft und es ist seitdem wieder komplett privat. Seit 2013 ist der Geschäftsführer wieder vom Namen her Christian Weber, selbe Familie. Ist auch interessant, dass er jetzt wieder so heißt wie der Firmengründer. Ne? Ja. Wir haben hier heute, ja, wie der Name schon sagt, das Pilz. Es hat 4,8% Alkohol. 11,5% Stammwürze, auch so ein ganz gängiger Wert. Und interessanterweise ist Magnum-Hopfen mit verbraut. Bin ich mal gespannt. Ja, ich auch. Schauen wir mal. So cool, die Jungs sind hinten drauf, ne? So ein bisschen wie bei Stauder ist es, glaube ich, ne? Die da auch aus dem Ruhrgebiet. Ich finde es immer wieder faszinierend, was man sich einfallen lässt für ein gutes Etikett. Ja. Das ist ja schon so, dass man sagen muss, Auge ist mit, ne? Absolut. Und vor allen Dingen Carlsberg ist am ehesten bekannt in ganz Deutschland durch Mixery. So, die waren die ersten, die da auf großer Fläche so einen Biermix rausgebracht haben. Und da ist dann dieses normale Pilz tatsächlich ist eine regionale Sache geblieben. Und das Etikett, wie gesagt, ich meine, sie hätten es mal neu gemacht. Das sieht cool aus. Also das ist ziemlich ursprünglich, aber nicht alt. Ne? Sondern hat man wirklich sehr cool gemacht. Finde ich gut. Und auffallen tut es auch, weil so eine mattgrüne Flasche oder mattgrüne Etiketten haben nicht viele. Und unten der Hopfen? Und es sind ja eigentlich nur zwei Farben, ne? Oder drei. Dunkelgrün, grün und weiß. Ja. Das wird ja nicht. Unten den Hopfen, genau. Herbfrisches Urpilz. 35 IBU. 1878. Auch so schön gemacht, so dass dieser die Fässer rollt. Mhm. Ja, bin mal gespannt. Jo. Cheerio. Kennen wir doch. Also sprudeln tut es wenig. Ja. Und der Schaum oder sagen wir mal so, ne? Mäßig. Ja. Schaum ist auch nicht so stabil. Beziehungsweise fällt er zusammen und dann hält er sich aber. Ne? Mhm. Ui. Oha. Mhm. Und? Aromatisch riecht das. Mhm. Das riecht tatsächlich nach einer schönen Hopfensorte, die man so auch noch nicht oft hatte.
sehr, sehr kräftig. Mhm. Sehr, sehr, sehr angenehm auch, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Nicht muffig oder so, das hat man ja auch schon mal. Ne? Ja, hat man auch schon gehabt, so einen muffigen Geruch und so ein bisschen frisch. Hat so eine frische Note hinten. Ja. Also herb, frisches unterschreibe ich. Ja. Und dass da ein ganz spezieller Hopfen drin ist, unterschreibe ich auch, weil den Geschmack hatte ich so auch noch nicht. Wie gesagt, man hat ja bei diesen IPAs, hast du immer dieselben zwei, drei Sorten drin bei den meisten. Mhm. Beim Pilz ist es ja auch oft hier Hallertauer, Mittel, Früh und Perle und weiß der Geier was und sowas. Ne? Aber das ist mal, wie heißt der? Magnum, okay. Was ich total interessant finde, du trinkst dran. Voll angenehm, riecht das. Du trinkst dran, mhm. Merkst du eine leichte Herbe. Und desto mehr du im Mund hast, oder nicht von der Volumen her, sondern desto länger du es im Mund hast, desto herber wird es. Und beim Abgang hast du so eine richtig schöne herbe Note. Das ist aber keine Feinherbe, sodass man sagen sollte, so, ja, ist so eine feine Herbe. Nee, das ist schon eine kräftige herbe Note. Aber nicht unangenehm. Mhm. Absolut nicht unangenehm. Das finde ich schon faszinierend. Also es gibt ja so manche Pilzsorten, wo du dann sagst, da kratzt aber jetzt im Hals. Aber da finde ich das echt angenehm. Ja, ein bisschen Würze ist auch noch mit drin. Auf jeden Fall. Ja, und da habe ich jetzt mal hier die Fragen aller Fragen für dich. Mhm. Zu welchem Trinkanlass oder wozu passt denn das? Ich kann mir das beim Essen gut vorstellen. Ich kann mir das jetzt so bei der Gartenarbeit oder so eher weniger vorstellen. Auch, das, aber ja, eher passt. So ein bisschen was. Wenn da noch was zu kauen dabei ist, dann ist das, glaube ich, noch besser. Also es passt auf jeden Fall gut zu Fleisch. Aber nicht zum Bratwürstchen. Das ist so... Mhm. Zu, ich würde sagen so... Ja. Hämmchen mit Sauerkraut. Haxe. Haxe mit Sauerkraut und Kartoffeln, das wäre schon mal sehr gut, weil das ist schön, unterstreicht das noch. Also nichts mit dann, einer schweren Soße, finde ich. Wenn muss es Rind sein. Wenn sollte es Rind sein. Okay. Ich finde Schwein... Was so mit Bratkartoffeln, Speck, Zwiebeln? Ja, Speck ist ja wieder, sag ich jetzt mal, weil das ja weil du es ja anbrätst, ist ja wieder was anderes. Wenn du aber so einen richtig kräftigen, leckeren Rinderbraten hast, dazu, ich weiß jetzt nicht was, aber könnte man ja zum Beispiel entweder so Erbsen mörschen. Ich glaube tatsächlich auch beim Steak würde es auch gehen. Ja, aber. Weil da keine Soße bei ist. Steak? Was ist Steak? Ja, weil da keine Soße bei ist, ne? Rind. Ja. Also ich finde, es ist ein absolut für mich so gesehen dunkles Fleisch. Ja. Das ist dunkles Fleisch. Was man da, also das, weil es diese herbe Note, die da drin ist, die wird das eigentlich noch unterstreichen. Und das Fleisch so richtig schön. Wäre ja auch mal interessant, das Fleisch da einzulegen. Mmh. Ja, ich habe jetzt eine Quelle. Ja. Jetzt komme ich immer dran. Ja. Das jetzt mal so ein richtig schönes leckeres Steak da einlegen, so einen Tag da drinnen lassen und rausholen und dann mal gucken. Das wird bestimmt auch lecker sein. Und dazu das Bier selber noch trinken, so dass du dann praktisch so einen Doppeleffekt hast. Mhm. Das eingelegte Stückchen Fleisch und dann noch das Bier dabei. Da glaube ich. Ja, also so vom Essen, ja, würde ich mir gefallen lassen. Absolut. So. Bin ich aber, also cooles Bier. Also ich glaube, es ist auch ein sehr geselliges Bier. Ne? Auf jeden Fall. In geselliger Runde, top. Kannst du immer weiter trinken, richtig also, gut. Im Vergleich zu unserem Prävenzbier, du darfst ja jetzt nicht Falsches sagen.
Würde ich aber sagen, ist das Urpilz schon. Es ist viel, also nicht viel, aber es ist herber. Ja. Malzig ist das hier fast gar nicht. Nee. Es ist würziger. Es ist halt einfach vom Stil her, vom Geschmacksstil ein bisschen anders. Ne? Ja, aber... Leichter zu trinken, glaube ich, so mal zwischendurch ist hier. Das ist eben, ne? Halt so und, für zwischendurch. Das ist so ein, für das mich ist tatsächlich auch schon mit Genuss hier. Ne? Ja, schon ja. Genießerbier, würde ich auch sagen. Ist schon so, dass du sagst, okay, das trinke ich jetzt so schön. Süppel ich das in einer schönen Runde. Ne? Ja. Mit dem schönen Steak, was eingelegt ist da drin. Aber nichtsdestotrotz, ja. Vor allen Dingen, die Krux ist, das hebt sich auch ab von diesen Fernsehbieren. Ne? Das schmeckt anders als ein Bit, das schmeckt anders als ein Krombacher, das schmeckt anders als ein Warsteiner, ja, und anders als absolut. Ein Becks. Und das auf jeden Fall. Ne? Also es ist schon so ein bisschen, das hat eine schöne Charakteristik einfach. Das erkennst du auch wieder. Auf jeden Fall. Vergleich. Auf jeden, ja, Fall. Ja. Gutes Bier. Also, vielen Dank für den nächste Tipp, Woche. Auch wenn es lange gedauert hat. Letzte Woche kommen wir zu dem Dialekt, den du nächste Woche kommen wir zu dem Dialekt, den du letzte Woche gesprochen hast. Ein Österreichischer. Ein Österreicher. Ja, bitteschön, sonst nicht so deppert. Aus der Steiermark. Aus der Steiermark? Mhm. Was das? Auch denn? Ein Zuschauerwunsch im Übrigen. Auch der hat sehr lange gedauert, aber wir haben es geschafft. Und zwar haben wir das Puntigamer, das bierige Bier. Okay. Aber ihr müsst uns echt verzeihen, weil manches Bier kriegt man verdammt schwierig. Und wenn wir es nicht zugesendet bekommen, dann haben wir einfach das Problem des Besorgens. Und wenn wir dann mal in Urlaub fahren, versuchen wir das dann schon zu verknüpfen oder Freunde zu fragen oder Bekannte zu fragen. Hör mal, du fährst doch gerade dahin, kannst du nicht mal. Also von daher, verzeiht uns, wenn es ein bisschen länger dauert. Ja, genau. Oder aber besorgt es uns. Schickt es uns. Okay. In dem Sinne, schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche.